Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Technikinteressierte. Heute zeige ich euch mal ein ganz schnuckliges kleines Elektroauto. Es ist genial für Menschen, die eine eigene Solaranlage haben und ihren Strom direkt aufladen wollen. Es eignet sich einfach hervorragend für Kurzstrecken, obwohl es eigentlich 250 Kilometer Reichweite hat. Und ja, was sehr geschickt ist, ist einfach der Verbrauch. Ist extrem sparsam, also es schafft ein Verbrenner gar nicht. Und ein Verbrenner hat halt seine ersten 10 Kilometer, wo er mit sehr schlechtem Wirkungsgrad läuft. Das hat ein Elektro natürlich nicht. Also das ist ein großer Vorteil. Und was ich euch aber heute aus Hochfrequenzsicht zeigen möchte, ist das Notrufsystem. Also dieses Auto hat wieder ein Notrufsystem. Es wird uns auch als solches verkauft. Die Wahrheit ist aber, dass das Auto ständig funkt, irgendwelche Daten irgendwo hin überträgt, und zwar nicht mit Funk, sondern mit Mikrowellentechnologie, und es wird irgendwo hingesendet. Und wie sich das im Auto anhört, das seht ihr jetzt gleich in nachfolgendem Video. Ich bin hier bewaffnet mit dem E-Smog-Spion, und dieses Auto hat eine sogenannte SOS-Funktion, also dass man über Notruf, also das Auto praktisch direkt einen Notruf absetzen kann. Und jetzt fahren wir mal los. Und ihr werdet sehen, diese SOS-Funktion, die überträgt nicht nur Daten für Notfall, weil wir haben jetzt gar keinen Notfall, sondern sie überträgt ständig Daten von dem Auto. Und jetzt, ja, jetzt fahren wir mal los. Und ich filme hier mal den E-Smog-Spion. Ich habe den hier zwischen den Füßen. Und dann werdet ihr mal hören, was da jetzt alles für Signale kommen. Genau, also wir fahren hier auf einem ganz abgelegenen Weg. Es ist... also nichts Besonderes hier. Ja, also wir sind jetzt hier in einem sehr bewaldeten Gebiet, also wir haben hier keine Häuser und es regnet, also wir haben auch keine Wanderer mit irgendwelchen Smartphones, die vielleicht hier rumstrahlen würden. Das heißt, alle Signale, was jetzt der E-Smog-Spion anzeigt, das sind alles Mobilfunksignale, die stammen jetzt praktisch von dem Auto. Ja? Das überträgt ständig irgendwelche Daten an den Autohersteller oder an wen auch immer, das ist unklar. Und ihr hört es dann schon, also ständig kommen da neue Signale. Und wir können hier, weil wir es an einem sehr abgelegenen Weg fahren, ja, das war jetzt wieder eins, können wir sehr sicher sein, dass es eben keine Störung von außen ist. Also was jetzt pfeift im Hintergrund beim E-Smog-Spion, das ist natürlich Handyempfang. Den haben wir natürlich hier, trotz bewaldetem Gebiet, haben wir hier recht starken Handyempfang. So. Und das, was ihr da hört, das sind immer kleine Datensignale von dem Auto, das jetzt hier ständig Daten überträgt. Wir wissen nicht, welche Daten, aber ständig wird gesendet, alle paar Minuten oder nicht einmal alle paar Minuten kommt ein Signal. Wir fahren einfach mal weiter und beobachten das. Der Verkäufer hat gesagt, das ist ausgeschaltet. Ja, genau. Also der Autoverkäufer war sich da scheinbar noch sicher, aber man hört, es ist alles andere als ausgeschaltet. Im Hintergrund hören wir jetzt ganz starkes digitales Radio und wir sehen jetzt auch vorne, der Wald ist kaputt. Also wir haben starkes digitales Radio und Tetra, das verträgt der Wald ausgesprochen schlecht bis gar nicht. Aber jetzt gehen wir wieder ein bisschen in eine Senke rein. Genau, also hier Mobilfunkempfang. Und der wird jetzt immer stärker, weil wir jetzt immer mehr aus dem Wald rauskommen. Jetzt, ja. Jetzt habt ihr es gehört, wieder ein Datensignal.
Wie gesagt, wir wissen nicht, was das Auto überträgt, aber ihr seht schon, wir kommen jetzt auf eine Ortschaft zu. Jetzt überträgt er noch mehr Daten, von interessanter Weise.